Die meisten Menschen glauben, dass klassische Stillleben, so wie man sie aus dem Museum kennt, mit dunklen Hintergründen, mit so einer dramatischen Beleuchtung und eigentlich immer in sehr warmen Farben gemalt, dass die nicht zu modernen Einrichtungen passen. Aber das Gegenteil ist der Fall. Im Prinzip sind solche Bilder immer in jeder Wohnung Hingucker. Und man muss ja auch nicht unbedingt genau den klassischen Stil nachahmen, sondern man kann durchaus das mit modernen Stilen vermischen. Man kann vielleicht andere Bildausschnitte wählen oder man kann verschiedene Hintergründe ausprobieren. Aber grundsätzlich kann man die in jeder Einrichtung sehen. Herzlich willkommen auf dem Wunderhof und bei Zeichnen und Malen mit Petro und Rosa. Für alle, die zum ersten Mal hier sind, ich bin Evi Steiner-Böhm und Petro und Rosa, das sind diese zwei kleinen Figuren, die euch durch meine Anfängerbücher und auch durch alle meine Tutorials hier auf YouTube begleiten. Heute möchte ich euch gern das Thema Stillleben nahe bringen. Und zwar kennen wir ja meistens solche modernen Stillleben, wie das, das ich mit meiner Kollegin Roswitha Braun-Sauerstein zusammen gemalt habe. Aber ich möchte euch in diesem Video gerne auch die klassischen Stillleben nahebringen, weil die auch sehr modern wirken können. Und das Stillleben, das ich euch heute zeigen möchte, das zeichnet sich noch dazu dadurch aus, dass es auch sehr einfach zu malen ist. Also wenn ihr auch noch nicht besonders geübt seid, das sind einfach alles nur Kugeln, Weintrauben mit einem Kürbis. Das ist auch vom Farbmischen her nicht besonders schwer, aber ihr werdet am Ende sehen, das ergibt ein tolles Bild. Und was ich jetzt mache, wenn ich so ein klassisches Stillleben male, ist, dass ich zunächst einmal natürlich ausprobiere, wie das Motiv am besten passt. Ich probiere die verschiedenen Lichtsituationen aus. Manchmal ist kaltes Licht mit einem warmen Schatten besser. Oder aber wenn ich warmes Licht habe, dann vielleicht einen kühlen Schatten, dann wird es mehr so impressionistisch. Das muss man einfach sich dann vorher überlegen. Und diese vier Überlegungen, die ich mir jetzt gemacht habe, da lasse ich euch jetzt kurz zuschauen, die mache ich in Acryl. Und das große Bild dann, das werde ich dann mit Ölfarben malen. So, ich habe jetzt das Stillleben so ein bisschen hin und her arrangiert, habe hier und da noch ein paar Weintrauben dazugegeben, das habt ihr gesehen und bin jetzt mit dem Motiv, so wie es jetzt da steht, recht zufrieden, werde aber jetzt noch verschiedene Situationen ausprobieren, was mir besser gefällt. Und dazu braucht ihr, wenn ihr das mitmalen möchtet, auch mal selber ausprobieren möchtet, einfach verschiedene Borstenpinsel. Ich habe jetzt so einen Flachpinsel und so einen länglichen kleinen Katzenzungenpinsel, einen Schrägpinsel und so einen ganz feinen für Details. Von den Farben her benutze ich jetzt für die Acrylbilder folgende Farben. Das ist Titanweiß, das ist Karmesin, Cadmiumrot, Cadmiumgelb hell, Cadmiumgelb dunkel, Ultramarinblau, Cyanblau und gebrannte Siena. Die beiden Farben miteinander geben ein sehr schönes dunkles Braun, aber ihr werdet jetzt das dann gleich sehen, dass ich vermutlich den Hintergrund nicht so ganz klassisch einfarbig gestalte, sondern den so ein bisschen abstrakt, wie man es halt im Impressionismus auch gemacht hat. Ich probiere jetzt als erstes mal das, was ich gerade gesagt habe, aus mit dem kalten Licht. Ich habe also jetzt mein Brett hier, werde hier ungefähr so den Kürbis liegen haben. Und diese Weintrauben, ich deute die jetzt für die Skizzen, deute ich die bloß an, ich führe jetzt da die Malerei nicht aus. Diese Weintrauben, die sollen da so runterhängen. Und da ist es natürlich jetzt schon so, dass ich jetzt ziemlich weit raufkomme, ne, dass jetzt da oben das Drittel vom Bild ungefähr ein Drittel ergibt und dass der Teil, dass das jetzt zwei Drittel ergibt. Das heißt, ich habe hier einen sehr hellen Vordergrund, den ich gestalten muss und nur wenig von diesem dunklen Hintergrund. Und ich habe jetzt das kalte Licht und werde dafür einen warmen Schatten malen.
Die zweite Variation habe ich mir überlegt, möchte ich mal probieren, wie das Ganze wirkt, wenn das Format so ein ganz längliches, so ein Panoramaformat ist. Das heißt, ich trenne das jetzt schon gleich mal ein bisschen ab. Und dann sieht man das Brett nur noch halb. Und dann habe ich wieder meinen Kürbis hier ungefähr und lasse auch da so die Weintrauben da so runterhängen. Da wird man wahrscheinlich ein bisschen weiter rüber gehen müssen. Aber jetzt für diese Farbskizzen ist das jetzt nicht so dramatisch wichtig, dass jetzt das alles so stimmt. Genau, und was man auch probieren kann unbedingt, das ist, dass man vom Bildausschnitt her so ein bisschen in den Impressionismus geht und dass man einfach mal versucht, das so ganz stark anzuschneiden. Ich weiß nicht, ob man solche Bilder kennt, aber die wirken auch immer sehr interessant, ne? Dass man also die Motive alle nur so zum Teil sieht. Dadurch schaut das ganze Bild natürlich sehr dicht aus. Und als letzte Möglichkeit probiere ich das Ganze noch, wie ich gerade schon gesagt habe, mit einem warmen Licht und einem kalten Schatten. Das heißt, da werde ich dann diese typisch impressionistischen bläulichen Schatten unterbringen. Und ich werde den Kürbis vielleicht jetzt einmal so ein bisschen drehen. Das ist vielleicht auch noch interessant, so eine ein bisschen andere Perspektive. Ne? Da ist von der Linienführung her, habe ich da auch noch mehr Spannung drin. Lassen wir auch die Weintrauben vorne so ein bisschen runterhängen. Und da vielleicht plus zwei. Genau. Und vielleicht mache ich da auch so diesen sehr abstrakten Hintergrund und vor allem mache den jetzt trotzdem dann nicht so braun, sondern ich mache ihn mehr so bläulich. Aber das probieren wir jetzt ganz einfach aus. Gut, dann mache ich jetzt mal in allen vier Skizzen einfach mal den Kürbis, weil, wie gesagt, mir geht es hier jetzt nicht so sehr, dass das jetzt wahnsinnig toll gemalt ist, sondern es geht da rein um die Farbüberlegungen. Und ganz egal, welche Beleuchtung ihr jetzt habt, der grobe Farbauftrag, ne, der ist immer gleich, der ist immer mit der Lokalfarbe. Die farbliche Gestaltung, das mache ich immer erst im zweiten Schritt. Wenn ich dann eben so die Feinheiten auftrage. So, und als nächstes mache ich jetzt die Weintrauben überall und die mache ich mehr in die bläuliche Richtung. Ne? Da sind ein paar so dabei, die so, ja, so bräunlich hellviolett sind. Da werde ich schon ein paar mit drin haben, aber überwiegend möchte ich eigentlich gern so ein bisschen einen Blau-Orange-Kontrast drin haben. Das heißt, dass ich eben das Blau ein bisschen mehr betonen will. Bei diesen helleren Weintrauben ist es übrigens so, dass man da, wenn ich eine sehr starke Beleuchtung habe, dass man da immer ganz schön sieht, dass die Weintrauben durchsichtig sind und dass die auf der rechten Seite dann oft heller und wärmer sind, weil das Licht eben so durchdringt. Und deswegen finde ich die schon ganz wichtig, dass man die dabei hat. Weil bei den anderen Weintrauben, da wird das nicht ganz so ins Gewicht fallen. Ich mache das jetzt auch wirklich wahllos. Ich schaue jetzt nicht unbedingt, ob das tatsächlich so ist. Gut, als nächstes mache ich jetzt überall den Hintergrund, dass ich einfach mal das sehr Dunkle drin habe. Und werde aber auch schon von der Farbe her so ein bisschen variieren. Also da werde ich das Braun mehr so ein bisschen ins Grünliche machen, dass es einfach kühler wirkt. Da werde ich es sehr warm machen, weil wir ja da das mit dem warmen Licht ausprobieren wollen. Da werde ich ja schon fast das Ganze mehr so in den grauen Bereich geben. Das soll so ein bisschen impressionistisch werden. Und bei dem werde ich das Ganze sehr abstrakt gestalten, einfach mit vielen verschiedenen Farben in dem Braun drin. Okay, die vier Hintergründe habe ich jetzt ungefähr so gemacht. Und jetzt mache ich überall noch das Brett dazu. Das wird vom Farbton her
bei allen ziemlich ähnlich werden. Also so in diesem Beige möchte ich das schon halten. So, und im nächsten Schritt werde ich jetzt noch das Ganze ein bisschen stärker ausgestalten, also tatsächlich ein paar von den Weintrauben modellieren und auch auf dem Kürbis das mit der Lichtsituation ausprobieren. Also da mit dem kalten Licht und dem warmen Schatten. Das, was ich halt vorhin gesagt habe. Ich mag es wieder im Zeitraffer, weil es sonst einfach zu lang dauert. Ja, und am Ende schauen wir uns dann die vier Bilder gemeinsam an und ich sage euch dann, wofür ich mich entschieden habe. So, ich habe meine vier Skizzen jetzt fertig und damit ihr euch jetzt ein bisschen ein Bild machen könnt von der Bildwirkung, habe ich sie auseinandergeschnitten und möchte euch die jetzt einzeln zeigen, wie die in den verschiedenen Rahmen ausschauen. Das ist so der ganz klassische goldfarbene Rahmen, kann man übrigens auch in weißen Möbeln oder in ganz modernen total gut sehen, weil es einfach ein schöner, interessanter Stilbruch ist. Oder aber man kann es mit einem weißen Rahmen, da habe ich jetzt so einen kleinen nicht da, zeige ich euch einfach im Passepartout. Ja, wenn ich jetzt diese Art, wenn ich da jetzt meinen Rahmen drüber lege, das ist vom Bildausschnitt her, ist das tatsächlich sehr modern. Also wenn ihr sagt, ihr wollt sowas für eine moderne Wohnung machen, würde ich euch fast empfehlen, mal sowas zu probieren. Und das sieht aber durchaus in dem klassischen Rahmen auch super aus. Dann kann man das Ganze natürlich mit einem weißen Rahmen immer umgeben, weil es ist eigentlich sowas, was ich immer empfehle. Das ist völlig neutral, passt überall hin, kann man auch total gut sehen. Ne? Gut, dann schauen wir uns das nächste Motiv an. Heute ist es das Panorama. Das ist dieses kühlere, schon impressionistische Bild. Da ist auch der Hintergrund jetzt nicht mehr so klassisch dunkel, sondern ist so in gebrochenen Farben gehalten. Passt zu weiß, passt da überall hin in eine Küche. Und mit dem goldenen Rahmen sieht es auch wieder sehr hochwertig aus. Also natürlich je nachdem, wo man es hinterher hinhängen will, wo es halt einfach dann passt. Dann schauen wir uns noch eine klassische Variante an. Das ist es mit dem sehr dunklen, so wie halt so ein Museumsbild normalerweise ausschaut, mit einem sehr kühlen weißen Licht und die Schatten müssten da ein bisschen noch wärmer werden, ist mir jetzt auch schon fast zu kalt. Aber in dem Moment, wo ich dann so einen goldenen Rahmen rumgebe, schaut es auch wieder ganz anders aus. Und die letzte Variante, da habe ich jetzt bloß leider keinen Goldrahmen dafür, das wäre dieses Panoramabild. Das sind die Farben wärmer. Das wird dann so ausschauen. Da ist natürlich jetzt das ganze Motiv drauf, so ganz ordentlich und ganz brav. Ist aber dadurch, dass es eben so sehr längsgerichtetes Bild ist, ist es trotzdem sehr interessant. Ich versuche mal das anzudeuten, wie es mit Gold ausschauen würde. Müsst ihr euch halt jetzt so vorstellen, aber das wäre mit Sicherheit auch ein dekoratives Bild. Ich würde es natürlich auf keinen Fall dann so klein machen, da kommt es nicht zur Geltung. Das ist auch so eine Empfehlung, die ich euch gebe. Stillleben würde ich persönlich immer möglichst lebensgroß machen. Die können schon süß ausschauen, wenn die so in Miniaturform sind, aber ja, eindrucksvoller sind sie auf jeden Fall lebensgroß. Ja, und jetzt ist einfach die Frage, wofür habe ich mich entschieden? Was möchte ich mit Öl machen? Und da muss ich jetzt ehrlich sagen, beim Tun, also tendenziell wollte ich eigentlich zuerst dieses längliche Panoramabild machen,
Aber beim Tun habe ich mir jetzt gedacht, nee, ich würde eigentlich gern das machen und das trotzdem impressionistischer auffassen, also schon mit diesem sehr dunklen Hintergrund, aber halt auch ja mit diesem angeschnittenen Motiv. Das gefällt mir einfach besser, finde ich persönlich jetzt interessanter. Ja, und wie man das Ganze jetzt in Öl macht, das könnt ihr euch jetzt anschauen. Gut, für das Ölbild habe ich mir jetzt ein Format ausgesucht, 21x30, weil da habe ich so einen goldenen Rahmen dafür. Ich habe dafür eine Holztafel mir mit Acrylfarbe bestrichen, habe die ein bisschen abgeschliffen und nochmal drüber gestrichen, dass die Oberfläche schön glatt ist. Ich persönlich, das muss ich dazu sagen, male lieber auf sehr glatte Flächen. Deswegen nehme ich ja ganz häufig säurefreien Karton, den ich eben mit Gesso und Acrylfarbe versiegle. Und ich finde es auch vom Gedanken der Nachhaltigkeit her besser, wenn man nicht so viel Material verschwendet. Und mit den Holztafeln, die sind halt auch noch einfacher zu rahmen. Wer natürlich den Rahmen sich sparen möchte, der ist tatsächlich mit einem Keilrahmen besser dran. Also da müsst ihr halt einfach dann abwägen, was für euch besser passt. Dann von den Pinseln her benutze ich das gleiche wie gerade bei den Acrylbildern. Und von den Farben her habe ich auch ganz ähnliche. Ich habe Titanweiß, Cadmiumgelb, diesmal Cadmiumorange, Cadmiumrot. Das ist Krapplack, weil ich bei den Ölfarben, da habe ich noch keinen Karmesinton gefunden, der mir gefällt. Dann habe ich gebrannte Umbra. Ich habe Phthalo-Blau mit drauf. Weiß ich nicht, ob ich das benutzen werde. Und ich habe Ultramarin und Cyan als Blautöne mit drauf. Weil die Frage öfter mal aufgetaucht ist wegen der Verdünnung. Ich persönlich, weil ich ziemlich à la prima mal, nehme zum Verdünnen nur Leinöl. Und ab und zu, oder wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich möchte später vielleicht nochmal drüber malen, dann versetze ich das Ganze mit ein paar Tropfen Balsam-Terpentinöl. Und Balsam-Terpentinöl ist nicht das gleiche wie Terpentinersatz. Terpentinersatz kriegt ihr im Baumarkt, der ist natürlich wesentlich billiger. Den nimmt man zum Pinsel auswaschen. Man kann das zur Not auch als Verdünnung nehmen, aber ich würde es nicht machen. Das Balsam-Terpentinöl, das riecht auch sehr stark, riecht aber würzig, also ist für mich jetzt nicht unangenehm. Und ihr könnt natürlich jederzeit die fertigen Malmittel nehmen, die die Firmen anbieten, die wissen das am besten, was passt. Ich mag es halt bloß deswegen, weil ich so gelernt habe, wie ich vor 40 Jahren zu malen angefangen habe, da gab es diese ganze Vielfalt noch gar nicht. Und ich habe es halt von einem Lehrer gelernt, der sehr klassisch malt. Und deswegen mache ich das eben mit dem Balsam-Terpentinöl. Genau. Ja, und jetzt mache ich halt meine Skizze, so wie ich mir das gerade vorgenommen habe. Das Format ist ein bisschen breiter wie das, was ich gerade gehabt habe. Deswegen muss ich da den Kürbis vielleicht ein bisschen größer machen, dass ich ziemlich weit darüber komme. Also ich mache den halt jetzt einfach ein bisschen flacher, als er ist eigentlich. Und ich lasse ihn vielleicht auch noch ein bisschen schräger so herschauen, damit das Ganze glaubwürdiger ist. Wobei bei mir das so ist, dass die Skizze, das ist für mich genauso wie das Motiv, das vor mir liegt, ist im Endeffekt nur ein guter Vorschlag. Aber das heißt nicht, dass ich das genauso mache. Ich halte mich da selten an die Vorlagen schon so ungefähr, ne, damit ich weiß, wie das Ganze ausschauen müsste, wenn es echt wäre. Aber ich mache das so, dass das halt für mein Bild am besten passt. Und ich mache auch die Weintrauben, die wo ich vorhin mit der Hand so ein bisschen rumgelegt habe, das mache ich da noch viel mehr. Ich lege die halt irgendwo hin, wo ich mir denke, dass das glaubwürdig ausschaut. Es soll halt nur am Ende so ein bisschen dieser Stiel sichtbar sein. Nur, dass man so das Gefühl hat, ja, da wachsen jetzt tatsächlich Weintrauben weg. Aber ob das dann in echt so ist, das weiß hinterher sowieso kein Mensch. Und ich mache oft im Nachhinein vielleicht noch welche dazu. Genau. Und jetzt dann vom Farbauftrag her, da mache ich es genauso, wie ich es halt gerade bei den kleinen Skizzen auch gemacht habe. Ich mache dann als erstes so diesen groben Farbauftrag
Und wenn ich das Gefühl habe, dass die Farbmassen ungefähr passen, ne, dann erst lege ich die Formen von meinen Gegenständen definitiv fest. Ich habe jetzt alle Hauptfarben auf dem Bild aufgebracht und ihr habt schon gesehen, ich habe da jetzt mit den Weintrauben noch ein bisschen umdisponiert. Ich werde vielleicht auch da noch mehr in die Richtung gehen, das gefällt mir noch nicht so gut. Und das ist das Schöne beim Öl. Ich kann jetzt wirklich hergehen und kann mit meinem Pinsel einfach die Farbe wieder abnehmen. Ich kann das Ganze im Hintergrund verschwinden lassen. Ich kann auch mit dem Papier das jetzt nochmal richtig runterreiben. Und habe dann eine glatte Fläche. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil jetzt gegenüber dem Acryl. Das funktioniert da halt einfach nicht. Auch die da ist mir zu groß. Möchte ich da auch nicht haben. Ich wische das einfach nochmal ab und dann kann ich das alles nochmal neu gestalten. Kann da jetzt weiter raufgehen und da vielleicht nur eine so rauslaufen lassen. Und ich kann das jederzeit jetzt mit der Farbe so hin und her schieben. Das Einzige, wo man da aufpassen muss, das ist ganz wichtig, sobald ihr viel Weiß genommen habt. Weiß ist eine furchtbare Farbe, die vergraut euch alle anderen Farben, macht euch alles kaputt. Dann bitte wischt es lieber ab, dass wirklich ganz wenig bloß noch drauf bleibt und fangt es nochmal neu an, dass ihr halt das Weiß nicht am Schluss überall mit drin habt. Nur das ist da zum Beispiel, da ist einfach zu viel Weiß mit drin und dann wird es nie mehr so schön violett wie da, weil das Weiß die Farbe einfach kaputt macht. Also das wische ich jetzt auch nochmal weg und gehe da nochmal mit einer reinen Farbe drüber, damit das einfach sauberer wird. Ja, und ansonsten ist es halt jetzt ganz viel hin und her schieben, da nochmal ein bisschen was draufsetzen, dort nochmal was draufsetzen. Und das ist auch wieder was, da muss ich jetzt nicht unbedingt alles erklären, das werdet ihr jetzt dann sehen, wenn ihr einfach zuschaut, wie ich das mache. Und da ist halt dann einfach auch ganz viel Intuition dabei. Das ist was, das kommt mit der Übung. Das kann man nicht wirklich erklären. Okay, dann schalte ich jetzt wieder den Zeitraffer ein und am Ende, wenn das Bild fertig ist, schauen wir es uns nochmal gemeinsam im Rahmen an. Ja, ich hoffe, ihr habt gesehen, es war die absolut richtige Entscheidung, bei dieser ersten Schicht noch ein bisschen Balsam-Terpentinöl zum Leinöl zu geben, dass sie einfach magerer bleibt.
weil ich jetzt trotzdem, nachdem das Bild trocken war, gesehen habe, es fehlt noch die eine oder andere Kleinigkeit und vor allem der Bereich, der war mir insgesamt zu hell, weil das gerade bei den klassischen Stillleben ja immer so ja, der besonders knackige Punkt ist, wenn eben da ein sehr starker Hell-Dunkel-Kontrast zwischen dem Hauptmotiv und dem Hintergrund ist. Und deswegen konnte ich jetzt über den Hintergrund die Farbe mit Leinöl verdünnen und nochmal ein bisschen leicht drüber wischen und das Ganze einfach dunkler gestalten. Und natürlich auch die scharfen Striche jetzt unter den Weintrauben oder nochmal so ein bisschen die Dunkelheiten drauf, die kann man gefahrlos in dieser zweiten Schicht dann nochmal sehr viel deutlicher machen. Ich zeige euch das Bild jetzt nochmal kurz im Rahmen. Genau, so würde das jetzt aussehen in dem klassischen Rahmen. Kann man aber ohne weiteres auch in so einem breiten weißen Rahmen sehen. Also wirklich, ich kann es euch empfehlen, solche Stillleben kann man überall hinhängen. Und jeder, der in den Raum kommt, wird einfach durch diese Leuchtkraft und durch diese starken Hell-Dunkel-Kontraste wird unwillkürlich auf so ein Bild hinschauen. Das war's wieder für heute. Ich hoffe, wie immer, dass es euch Spaß gemacht hat, dass ihr ein bisschen was abschauen konntet. Und ich freue mich auf das nächste Video mit euch. Bis bald!